Mit der letzten Frage haben wir ja gerade schon den Bogen zur Bundespolitik spannen können. Das heißt, wir kommen jetzt zu unseren Kandidaten, jedenfalls der Piratenpartei für den Bundestag aus Oberbayern. Ich darf Ihnen vorstellen, angefangen wieder von meiner linken Seite aus, Herrn Andy Popp, dann Alexander Bock, Nicole Britz, Nikolaus Jaroslawski und ganz zu meiner Rechten Holger van Lengerich. Ich darf Sie jetzt bitten, Ihre Statements zu geben. Ja, im Prinzip hat hier Roland Jungnickel mir quasi mein Statement quasi schon ein bisschen vorweggenommen. Ich bin bei den Piraten eingetreten vor 5 Jahren, weil diese ganze Überwachungsgeschichte mich gestört hat. Wir hatten damals Situation mit der Vorratsdatenspeicherung, die es derzeit zumindest in Deutschland so nicht mehr gibt. Wir hatten 2009 das Beispiel mit dem Zugangserschwerungsgesetz und danach kam im Prinzip eine Zeit der Erfolge. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung ist gekippt, das Zugangserschwerungsgesetz ist abgeschafft worden. Doch heute sind wir genauso weit wie vor 5 Jahren. Eigentlich viel schlimmer. Wir haben das mit dem NSA-Skandal oder auch eben Prism und Tempora haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, wir sind unser Staat ist auf einem Weg, den ich nicht gutheißen kann. Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle, bevor der Staat die Grenze zu Schlimmeren überschreitet, dagegen vorgehen. Wir brauchen wieder Politik, die Grundrechte ernst nimmt und nicht einfach nur als Hürden sieht, die es zu überwinden gilt, um neue Überwachungsgesetze zu etablieren, und deswegen setze ich mich in der Politik ein, das zu verbessern. Ja, danke schön. Die Grundthemen oder Urthemen der Piraten sind zunehmend nicht mehr nur nationale Belange, sondern im immer größer werdenden Umfang Angelegenheiten der Europäischen Union oder von sogar internationalen Verträgen, die den ganzen Globus betreffen. Dazu gehören zum Beispiel Fragen des Urheberrechts, Patentrecht oder, wie es jetzt gerade passiert, Datenschutz, wo sich ja eigentlich, wie es scheint, die Geheimdienste aller westlichen Staaten gemeinsam mit ihren Regierungen verschworen haben gegen die Völker. Abgesehen davon gibt es nicht nur die Kernthemen der Piraten, die sich außerhalb des nationalen Rahmens bewegen können, sondern natürlich, das ist das forschende Thema, das wir momentan haben, zum Beispiel die Euro-Krise, bei der im Moment leider die Entscheidungen nicht getroffen werden von den Gremien, die wir dafür ursprünglich bestimmt haben, dem Europäischen Parlament, dem einen transnationalen europäischen Legislativgremium, sondern von Regierungen, die sich hinter verschlossenen Türen treffen, dort Entscheidungen treffen, die wir nur zum Teil nachvollziehen können, danach vor diese Türen wieder treten und uns allen verkaufen, dass jeder davon der Gewinner ist. So darf es nicht weitergehen. Europa kann in einer zunehmend multipolaren Welt nicht bestehen, wenn es nicht demokratisch legitimiert ist, wenn es nicht seine eigenen Bürger mitnimmt, wenn es nicht einen demokratischen Unterbau hat. Und wir Piraten setzen uns, und dafür setze ich mich auch besonders ein, dafür ein, dass in Europa wieder Demokratie herrscht, dass die Institutionen, die demokratisch legitimiert sind, allen voran das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente, das Sagen haben und nicht einfach Regierungen, die hinter verschlossenen Türen irgendwelche Sachen auskaspern und uns dann vor vollendete Tatsachen setzen. Danke. Mein Name ist Nicole Britz. Ich bin 44 Jahre alt und Diplom-Sozialwissenschaftlerin eigentlich. Ich arbeite aber seit Mitte der 1990er Jahre als IT-Systemadministratorin und als Consultant, dabei auch bei verschiedenen Internetanbietern. Und ich habe da auch mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet. Das heißt, ich kenne das Geschäft zumindest teilweise auch von innen heraus. Mein Schwerpunktthema ist deswegen Netzpolitik. Auch wenn das Thema gerne mal auf kostenlose Downloads reduziert wird, um es an den Rand schieben zu können. Ich bin ja in gewisser Weise dankbar, dass über die jüngsten Enthüllungen über Prism und seine Freunde und die uferlose Überwachung elektronischer Kommunikation heutzutage, dass dieses Thema endlich an die Öffentlichkeit getragen wurde.
Wenn vor ein paar Wochen jemand gesagt hätte, wir werden alle von Geheimdiensten überwacht, hätte man den Psychiater angerufen. Und jetzt? Sie schreiben eine E-Mail an einen Freund und sie verkneifen sich, weil sie ein Tortenrezept schicken, das Wort Kalorienbombe. Weil sie sich Sorgen machen, dass irgendjemand Drittes, der diese E-Mail mitliest, obwohl sie nicht an ihn adressiert ist, das falsch verstehen könnte. Für Leute, die keine E-Mails schreiben, mag das zunächst egal sein. Elektronische Kommunikation wirkt sich aber in der vernetzten Welt heute für jeden aus, selbst für die 90-jährige Großmutter, die noch nicht mal weiß, was Internet ist. Wenn sie am Bankautomaten Geld abheben, werden Daten übermittelt über Netzwerke. Ihr Arzt schickt dem Facharzt, zu dem er sie schickt, vielleicht die Patientendaten per E-Mail. Wir haben die elektronische Gesundheitskarte, die auch Daten über Netzwerke überträgt. Wir haben Behörden, die elektronisch miteinander kommunizieren. Sie übermitteln ihre Daten über Elster, elektronisch, übers Internet ans Finanzamt. Firmen, bei denen sie Kunde sind, übermitteln Daten und ihre Telefonate laufen größtenteils auch schon übers Internet, nachdem sie ihren Hausanschluss verlassen haben. Ich möchte im Bundestag diese Bedrohung transparent machen und auf parlamentarischer Ebene dagegen arbeiten und vor allen Dingen auch der Bevölkerung klar machen, dass Freiheit und Grundrechte nicht selbstverständlich sind, sondern dass man heute tatsächlich dafür kämpfen muss, vielleicht heute mehr als je zuvor. Danke. Ja, guten Abend. Mein Name ist Nikolaus Jaroslawski oder Klaus Jaroslawski. Ich bin, wie wir vorhin gehört haben, seit ein paar Tagen 16 Jahre älter als der Altersdurchschnitt in der Partei. Bin in München geboren, 1979 habe ich Abitur gemacht, 1988 Diplom der Physik und seit 1988 war ich selbstständiger, gesellschaftlicher Geschäftsführer eines kleinen Softwarehauses. Und seit 2002 habe ich mich von meinem Partner getrennt und bin freiberuflicher Softwarearchitekt für objektorientierte Software. Seit anderthalb Jahren bin ich aktiv innerhalb der Piratenpartei. Seit jetzt etwa einem Jahr als Schatzmeister im Bezirksverband Oberbayern. Das ist immerhin die fünftgrößte Untergliederung der Piratenpartei in Deutschland. Und seit circa einem halben Jahr ist das mein Vollzeitjob de facto. Meine Erwerbstätigkeit habe ich auf ein Minimum reduziert und habe mich mit Haut und Haaren dieser Partei verschrieben. Denn die Wertvorstellungen und die Ziele dieser Partei, das ist für mein Empfinden einfach das, was ein moderner und aufgeschlossener Mensch mit einem gesellschaftlichen Anspruch heute vertreten muss. Ich habe in der Piratenpartei meine politische Identität gefunden. Was möchte ich im Bundestag erreichen? Worum geht es mir da? Was sind meine Themen? Da geht es mir um Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik. Mir ist wichtig, dass unsere Marktwirtschaft wieder sozial wird und ihre Eigenstabilität zurückbekommt. Denn das ist das eigentliche Merkmal einer Marktwirtschaft, dass sie aus sich heraus, von sich aus stabil ist. Nur das haben wir momentan nicht. Im Augenblick befinden wir uns in einer Situation, wo diese Marktwirtschaft ständig stabilisiert werden muss, wo sie ständig durch Rettungsaktionen wieder ins Lot gerückt werden muss, wo sie durch EZB-Aufkäufe an den Anleihemärkten, wo die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden müssen. Das ist nicht der Zustand, den eine Marktwirtschaft haben sollte. Aber dort müssen wir wieder hin. Wie sind wir da hingekommen? Wir sind offensichtlich haben uns Experten dorthin transportiert. Eine Expertokratie hat stattgefunden in den letzten Jahren. Mit einer Expertokratie werden wir aus dieser Situation nicht wieder herauskommen. Für mich ist der einzige Weg, dass die Bürger wieder mithelfen, zurückzufinden zu einer selbststabilen Marktwirtschaft. Das heißt, wir brauchen Bürgerbeteiligung. Die Menschen müssen selber wieder beteiligt werden an der Wirtschaftspolitik, an der Finanzpolitik. Sie müssen sich identifizieren können mit dieser Politik und sie müssen vor allen Dingen auch die unangenehmen Folgen, die solch eine Politik auch mal mit sich führt. Es wird auch Einschnitte geben müssen. Diese Einschnitte werden die Menschen auch ertragen müssen. Und das wird nur der Fall sein, wenn diese Politik von ihnen kommt und nicht, wenn sie ihnen aufoktroyiert wird. Das sehen wir heute in Griechenland, in Spanien, in Portugal und irgendwann sind wir vielleicht in Deutschland auch so weit. Wir müssen dahin kommen, dass die Menschen diese Politik selber gestalten, weil dann können sie auch die Folgen, die sie hat, ertragen. Dafür brauchen wir Bürgerbeteiligung.
sage ich, eine Bürgerbeteiligung, gerade in so komplexen Fragen wie ökonomischen Fragen, die sind immer komplex, funktioniert nicht, wenn die Kommunikation in eine Richtung läuft. Dazu müssen die Bürger untereinander kommunizieren können. Sie müssen im Netzwerk kommunizieren können. Das heißt, die Bürger müssen per Internet sich austauschen können. Sie müssen im Internet ihre Willensbildung generieren können. Dazu wiederum muss das Internet frei sein. Es darf nicht beschädigt werden. Es muss das Vertrauen herrschen, im Internet miteinander kommunizieren zu können. PRISM ist ein Angriff auf diese Freiheit im Internet. Und letzten Endes, wir brauchen diese Freiheit im Internet, weil nur dadurch wir auch wirtschaftlich prosperieren können. Wir brauchen aber diese wirtschaftliche Prosperität, diese Entfaltungsmöglichkeiten, weil wir in Deutschland durchaus in einer Situation dabei sind zu laufen, die wirtschaftlich schwierig werden wird. Wir sind eine überalternde Gesellschaft, wir werden älter, wir haben ein demografisches Problem, das wird sich beschleunigen im nächsten Jahrzehnt. Und aus dieser Situation herauszuwachsen bedeutet, dass wir wirtschaftlich produktiver werden müssen. Wir müssen unsere Wirtschaft stärken, das aber wiederum können wir nur, wenn wir ein freies Internet haben. Und so haben wir einen Zirkelschluss. Wir können nur eine anständige Wirtschaftspolitik betreiben, wenn sich Bürger daran beteiligen, wenn sich die Menschen daran beteiligen können. Das können sie nur, wenn wir ein starkes Internet haben. Breitbandanschlüsse, wir haben das eben schon gehört, brauchen wir gerade dort, wo wir strukturschwache Gegenden haben. Nur dort werden wir damit auch wirtschaftliche Prosperität erreichen können. Und so gibt es einen Zirkelschluss. Diese drei Dinge, die ich da genannt habe, Wirtschaftspolitik, Bürgerbeteiligung und Internet, hängen ganz stark miteinander zusammen. Sie bedingen sich gegenseitig. Und ich denke, dass gerade in diesem Dreigespann, in dieser Interaktivität zwischen diesen Punkten, wir Piraten eine Sonderrolle spielen, dass wir tatsächlich hier ein Alleinstellungsmerkmal haben, die Abhängigkeiten dieser Punkte zu erkennen und das als Ganzes zu erkennen und das ohne ideologische Verblendung. Dazu beizutragen, in diese Richtung unsere Demokratie weiterzuentwickeln, das wäre mein Ziel im Bundestag. Ich heiße Holger Verlängerich, bin 41 Jahre alt und bin auch Direktkandidat in München-Ost im Wahlkreis 219 und Listenkandidat für den Bayerischen Landesverband auf Platz 16. Ich habe Informatik studiert in Paderborn, bin dann über eine Firmengeschichte mit vielen Aufkäufen und so weiter in einem großen spanischen Telefonkonzern gelandet, mit dem ich da, der mich dann auch irgendwann beruflich nach München versetzt hat. Bin dann hier in die Politik gekommen, war hier auch 2,5 Jahre Kreisvorsitzender vom Stadtverband der Piratenpartei in München. Meine Themen sind der Überwachungsstaat. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen. Ich schließe mich dem an, was alle vor mir gesagt haben. Das Thema ist jetzt, glaube ich, hier ausreichend erörtert worden. Mein zweites wichtiges Thema ist der Datenschutz, weil nicht nur der Staat und die Sicherheitsbehörden wollen viel über uns wissen, auch die Behörden, die Verwaltungsbehörden und die Unternehmer und Unternehmungen in diesem Staat und auch in anderen Staaten wollen viel über uns wissen. Die Bürger geben sehr viel Daten preis. Und da bin ich der Meinung, wir müssen den Datenschutz nochmal deutlich stärken. Also ich habe jetzt gerade bei der im Europaparlament bei der Datenschutzgrundverordnung sehe ich große Probleme, weil dass da der Datenschutz aufgeweicht wird. Also Unternehmer kommen da mit dem Argument, wir brauchen zum Beispiel keine Einwilligung, weil der Bürger versteht eh nicht, wozu er einwilligt. Ich denke, das ist entweder Resignation oder am liebsten ist diesem Unternehmer, er möchte gar nicht erklären, was er mit den Daten des Bürgers anstellen will. Hier müssen wir den Unternehmer wirklich dazu auffordern, dass er den Bürger erklärt, so dass der Bürger es auch versteht, was mit den Daten passiert. Diese Daten sind ein Wirtschaftsgut und ich denke, wenn ich als Bürger dem Unternehmer Wirtschaftsgut oder mich als Wirtschaftsgut auch dann anvertraue, dann habe ich auch ein Recht auf diese Gegenleistung, dass ich weiß, was mit meinen Daten passiert und dass ich auch entscheiden kann, was passieren soll. Hier müssen wir die Gesetze deutlich verbessern, auch im Bund. Hierfür will ich mich einsetzen. Mein drittes Thema ist das Urheberrecht. Ich sehe das hauptsächlich auch aus Verbrauchersicht, weil
Die Nutzer sind mittlerweile auch gleichzeitig wie immer mehr Anbieter. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt das File-Sharing, sondern es entwickelt sich gerade im Internet eine Remix-Kultur. Es ist unheimlich schwer, hierfür dann die Rechte zu bekommen, wenn man nicht genau feststellen kann, wo jetzt genau dieses Stück Ton, was man dafür gerne verwenden will, herkommt, wer jetzt die Rechte daran hat. Bei Filmen mit kurzen Sequenzen ist es auch sehr, sehr schwer, dafür irgendwie festzustellen, wer genau die Rechte hat. Brauchen wir meiner Meinung nach eine Vereinfachung, die trotzdem aber auch die Urheber nicht auf der Strecke lässt. Auch die Urheber sollen natürlich, auch bei den Piraten ist das ein ganz wichtiges Ziel, Geld verdienen. Und dafür möchte ich mich auch im Bundestag einsetzen. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Hier vorne bitte. Zwei Fragen. Wie sieht Ihr Wählerprofil aus? Wen glauben Sie, den sogenannten Hans Mayer auf der Straße, in den hoch angesiedelten Themen, die Sie heute referiert haben, ansprechen zu können, sodass es ihm plausibel wird? Da habe ich mein Kreuzchen zu machen. Ich kann auch antworten, bitte. Ja, erste Frage, wie sieht unser Wählerprofil aus? Ich denke mal, wir haben eine Kernwählerschaft, die wir jetzt seit 2006 oder 2009, wo halt unser erster Anlauf zur Bundestagswahl war, hier mit dabei haben. Das sind die sogenannten Digital Natives. Das sind die Digital Natives ist vielleicht der falsche Begriff. Es gibt auch den Begriff der Digital Residents und sowas. Also grob gesagt diejenigen, die mit neuen Medien umgehen und die quasi auch bisschen die avantgarde Netzpolitik waren. Unser zweites Klientel, was ich sehe, unsere zweite große Gruppe, eigentlich die größere Gruppe, die wir jetzt bisher bei den Landtagswahlen, wo wir erfolgreich waren, angesprochen haben, sind schlicht und ergreifend Menschen, die mit der Politik, wie wir sie derzeit haben, unzufrieden sind. Die Beteiligungsmöglichkeiten, die wir derzeit sehen, unzureichend betrachten, die Korruption als kritisch sehen. Das ist dann auch der Hans Mayer auf der Straße, der sagt, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Also ich denke, die erste Gruppe, die ich genannt habe, müssen wir nicht erklären. Die sind in diesem Thema drin und die sind begleiten uns schon sehr lange. Die Frage ist, wie kann man das der anderen Gruppe erklären? Und da müssen wir wahrscheinlich den Geheimdiensten dieser Welt ein bisschen dankbar sein, dass sie derzeit gezeigt haben, was tatsächlich jetzt, oder eigentlich dem Herrn Snowden dankbar sein, dass er gezeigt hat, was derzeit eigentlich passiert. Also Nicole Blitz hat es vorhin gesagt, wer früher gesagt hätte, alle Geheimdienste überwachen uns, wären die Klapse gekommen, ja, wären zumindest als Verschwörungstheoretiker abgetan worden und wir sehen jetzt erst, in welchem Umfang diese Daten gespeichert werden. Unsere Aufgabe ist tatsächlich, ich glaube, da, also nicht unsere Aufgabe als Piratenpartei, sondern alle, die gegen diese Überwachung kämpfen, ist, den Leuten jetzt klarzumachen, dass da entsprechende Nachteile daraus entstehen. Also ich höre leider viel zu häufig noch, dass Leute mir auf der Straße am Infostand dann zum Beispiel sagen, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Und ich glaube, wir müssen jetzt mit diesem Thema jetzt zeigen, dass es vollkommen okay ist, in einem demokratischen Staat Dinge zu verbergen zu haben. Ja, und dass es auch sinnvoll ist, dass wir Dinge zu verbergen haben, wo die Gefahr besteht, vor allem wenn Daten, die automatisiert gespeichert werden, vielleicht sogar automatisiert ausgewertet werden. Ansonsten denke ich, ist das Problem, den Wählern Politik näher zu bringen, ist ja, das ist nicht nur unseres. Also ich glaube, auch die anderen Parteien haben bisher da deutlich schlechter abgeschnitten als wir. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Denn wenn wir ein Thema haben, womit wir uns auskennen, ich nehme nochmal 2009, dass die Zensurdebatte, dann haben wir es bisher immer geschafft, das den Leuten zu zeigen, wo das Problem liegt. Und das auch, obwohl wir damals als Kinderständer im Prinzip verschrieben worden sind. Also ich bin auf dem Stand gewesen, die Leute haben gesagt, ihr seid diese Kinderständer, die Piraten, ja, weil wir gegen die Zensur waren. Und diesen Schritt müssen wir, glaube ich, jetzt mit der aktuellen Debatte um die Geheimdienste nochmal schaffen, dass wir dieses Problem, was bisher ein Thema für Netzpolitiker war, zu den Leuten bringen und zeigen, auch du wirst überwacht und auch du hast Nachteile davon. Und ich denke, wir haben noch
jetzt ziemlich genau 2 Monate Zeit und in der werden wir das schaffen. Frau Britz. Ja. Ich habe, das ist meine Visitenkarte, die vergebe ich schon recht lange an Journalisten, an gegebenenfalls auch an interessierte Bürger. Hinten drauf ist mein PGP-Fingerprint. Das ist mein Verschlüsselungs-Key, womit ich diesen mit anderen austauschen kann. Bisher habe ich damit immer Unverständnis geerntet. Die Leute haben es nicht verstanden. Ja, warum muss ich denn E-Mails verschlüsseln? Und inzwischen ist das Interesse daran deutlich gestiegen. Das heißt, das Bewusstsein dafür, dass auch wenn ich meiner besten Freundin eine E-Mail schicke, wo ich reinschreibe, wir treffen uns dann und dann dort und dort zum Mittagessen, selbst wenn wir dann nur Mittagessen, es geht niemandem etwas an. Und inzwischen interessieren sich auch Bürger dafür, dass sie sperren ihr Haus zu. Sie möchten gerne auch, dass niemand ihre E-Mails lesen kann. Wenn gute Freunde, bei Staaten sind es dann die USA, sie haben privat wahrscheinlich auch Freunde, wenn die zu Hause, also das ist ein Argument, womit man Bürgern das tatsächlich nahebringen kann, wenn gute Freunde zu ihnen nach Hause kommen und anfangen, ihr Tagebuch zu lesen, in ihren Schränken rumzuwühlen und das unaufgefordert, was tun sie? Sie schmeißen die raus. Im Schrank liegt nur Unterwäsche, aber das geht den guten Freund in der Regel auch nichts an. Und deswegen ist das der Weg, indem man auf Rückschlüsse auf die analoge Welt, ich nenne es mal so, ziehen kann, dass den Leuten das bewusst wird. Und auch wenn man im Internet selber nicht nutzt, dass tatsächlich auch eigene Daten, ohne dass man das irgendeinen Einfluss drauf hat, durchs Internet gehen und abgeschöpft werden. Und es ist ja im Moment, wir reden in dieser ganzen PRISM-Debatte immer nur über diesen nur lesenden Zugriff. Die Frage ist natürlich, werden Daten auch verändert von den Geheimdiensten? Das heißt, diese Option halte ich immer noch für möglich. Und im Moment glaube ich wirklich, dass da demnächst noch irgendwas nachkommen wird. Ich auch noch. Ach so. Ja, okay. Ich möchte euch in dieselbe Kerbe schlagen wie Nicole. Beziehungsweise, also wir möchten das den Menschen natürlich vermitteln, was meine beiden Vorredner zum Besten gegeben haben. Und konkret haben wir auch schon einige Sachen dafür geplant. Also was Rola vorher angesprochen hat, am 26. in diesen Räumlichkeiten versuchen wir es. Tag darauf auch in der Freiheitshalle möchten wir versuchen, für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil viele Menschen interessieren sich jetzt dafür, wie sie sich selbst im Internet schützen können. Und das passiert nicht nur in München, sondern quer durch die Republik, rund um den Globus eigentlich sogar. Werden die Leute jetzt hellhörig, fragen sich, möchte ich wirklich, dass der Staat all das, was ich übertrage im Internet, von mir erhalten darf? Soll er das haben? Die meisten antworten nein, oder zumindest die Leute, mit denen ich spreche, sagen das, auch wenn Umfragen manchmal etwas schlechteres Bild zeichnen. Und ich denke schon, dass die Leute da mittlerweile ein Problembewusstsein entwickelt haben und es ist gar nicht so ein Thema, das Hans Meyer nicht versteht. Das stelle ich in Frage, dass er das nicht versteht. Noch eine Ergänzung, es geht ja hier auch gar nicht nur um die Privatsphäre. Das ist das, was wir bis jetzt gerade angesprochen haben. Man muss ja inzwischen kein Verschwörungstheoretiker mehr sein, um sich vorstellen zu können, dass mit diesen Daten, die da abgegriffen werden, auch Wirtschaftsspionage betrieben wird. Es ist ja ein gewaltiger Apparat, der da in den USA damit beschäftigt ist, diese Daten abzugreifen. Das sind ja Hunderttausende von Menschen, das sind private Firmen, die da involviert sind. Das ist ja nicht nur die NSA als Behörde. Dass das alles dicht sein soll, dass da keine Daten abwandern und missbraucht werden, das braucht uns auch wirklich keiner weismachen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen müssen oder ausgehen dürfen, wir müssen davon ausgehen, dass damit auch Wirtschaftsspionage betrieben wird, dann bedeutet das für uns in Deutschland und in Europa auch einen wirtschaftlichen Nachteil. Dann bedeutet das auch für jeden Einzelnen von uns eine Gefährdung der Arbeitsplätze. Das betrifft jeden von uns. Das ist nicht etwas, was ein Hans Meyer nicht verstehen könnte. Haben Sie weitere Fragen? Ja, bitte. Möchte darauf antworten, bitte. Haben Sie spezielle Forderungen jetzt, ich habe so ein paar davon gehört, wo Sie, genau, die hatten einige. Ich habe ja einige Forderungen, aber ich gehe mal davon aus, dass die ja kennen. Ja. Würden Sie die auch sagen? Also jetzt sind wir beispielhaft die Forderungen, die jetzt ja vorhin kamen, dass der Bund sich bei der Ausbau des Breitbands beteiligt.
Ich glaube, da wissen die Kollegen, dass sie mit uns da die richtigen Verbündeten haben im Bundestag, wenn es soweit ist. Da sind wir, glaube ich, auf jeden Fall mit dabei. Ja, kann ich so stehen lassen, glaube ich. Ist doch schön. Einmal ja. Ja. Ich muss das ganze Sätze bilden, hat bei mir gesagt. Nicht ja sagen. Das war eine Schule. Ja und nein. Und na klar. Gut, ich sehe schon, also das Interesse ist besonders auf Datenschutz ausgerichtet und die aktuelle Debatte zum Fall Edward Snowden. Haben Sie noch andere Fragen, weitergehende Fragen, Nachfragen hier? Oder möchten Sie das im privaten Gespräch noch gleich klären? Bitte schön, da ist noch eine. Also die Frage war, wie sehr sind die Menschen verunsichert durch die... Also die Menschen sind verunsichert, ich glaube, das ist da. Ja. Inwiefern kann man das zurückholen, beziehungsweise das Vertrauen zurückholen und entsprechend auch Möglichkeiten bieten, über das Internet politische Teilhabe zu. War die Frage klar? Kann ich auch? Oder? Holger. Ja, also wie kann man das Vertrauen zurückholen? Da habe ich ja gerade schon gesagt, wir müssen dem Bürger mehr erklären, was mit seinen Daten passiert. Da sind eigentlich alle gefordert. Da sind die Sicherheitsbehörden gefordert, die mehr Transparenz in ihr Tun reinbringen müssen. Da sind die Verwaltungsbehörden, aber auch die Unternehmen gefordert. Wir müssen einfach dem Bürger deutlich besser und mehr erklären und auch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten geben, was mit seinen Daten passiert. Wir haben in Deutschland das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und mein Ziel im Bundestag ist es, dass wir das auch als Gesetzgeber entsprechend würdigen und dem Bürger dieses Recht auch einräumen und nicht immer weiter verlangen, dass der Bürger dieses Recht aufgibt, um Wirtschaftsziele zu erreichen, um Überwachungsziele und Sicherheitsziele zu erreichen. Weil ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich Sicherheit auch nichts damit gewinnen, dass der Bürger diese aufgibt. Im Gegenteil, wir haben diese Verunsicherung, das gibt halt mehr Unsicherheit. Noch jemand? So, zu der anderen Frage. Ja, zu der anderen Frage, bitte. Es war noch die Frage, inwiefern der Breitbandausbau mit der politischen Beteiligung zusammenhängt. Naja, politische Beteiligung ist ja nicht nur das Kreuz am Ende des ganzen Prozesses. Das ist nur das wirklich allerletzte, was man tut, das Kreuz und danach... Oder die Abstimmung, was auch immer. Davor kommt eigentlich das, was uns wirklich interessiert, nämlich die politische Willensbildung, die Meinungsbildung, der Austausch zwischen den Bürgern, zwischen den Parteien, zwischen den Interessengruppen. Und der funktioniert klar über Text, dafür braucht man vielleicht keinen großen Breitbandzugang, aber auch über Bilder, Videos, Ton. Nicht nur als Konsumenten, sondern heutzutage auch als Produzent. Jeder einzelne Bürger kann heutzutage an der Debatte nicht mehr nur passiv als Leser oder Zuschauer teilnehmen, sondern er kann selbst beisteuern. Und das geht effektiv nur, wenn man die nötige Bandbreite hat, um sich wirklich an der Debatte zu beteiligen. Wenn man nur da sitzt und dann 96-Pixel-Videos gucken kann, dann wird man nicht mitbekommen, was wirklich passiert. Und dafür ist der Breitbandausbau essentiell. Nicht nur hier in den Städten, sondern vor allem auf dem Land. Wenn ich da auch gleich nochmal einhaken darf, ganz aktuelles Beispiel. Bei uns, wir diskutieren ja sehr viel über innerparteiliche Mitbestimmung auch, jetzt mit unseren Tools da, die wir haben, Pilot Feedback in Bayern, Liquid Feedback im Bund und in Berlin zum Beispiel. Und einen Kollegen, den wir gefragt haben, warum macht er da nicht mit, hat gesagt, ich habe zu Hause einen ISDN-Anschluss, ich muss 3 Minuten darauf warten, eine Liquid Feedback-Initiative zu laden, da habe ich keinen Bock drauf zu warten. Der braucht Breitband. Ja. Bitte. Auch hier einfach nochmal eine Wiederholung von dem, was vorhin schon gesagt worden ist, von den Landtagskandidaten. Es kommt hier nicht alleine nur auf den privaten Bereich an. Wirtschaftlicher Ausbau, wirtschaftliche Förderung wird nur dort passieren, wo wir Breitbandanschlüsse haben. Das geht ohne nicht. Die Firmen werden nur dort hinwandern, wo bereits die Infrastruktur vorhanden ist. Deswegen ist es auch hier gar nicht die Frage, wie viel Geld da in die Hand genommen werden muss, denn es handelt sich um eine Investition. Dieses Geld kommt wieder zurück. Es wird nicht einfach nur ausgegeben, sondern es wird wieder neues Wachstum generieren, neue wirtschaftliche Modelle, neue Firmen generieren und das Geld wird wieder eingenommen werden.
Gut, ich möchte eine letzte Frage noch zulassen. Ich sehe, da hinten ist dein Arm. Gibt es noch einen weiteren Arm? Sonst schließe ich jetzt diese Fragerunde. Bitte, ja, da. Ich habe noch eine Frage zur Europapolitik. Wie stehen Sie zum OMT-Programm der EZB? Ja, okay. Ich kombiniere das gleich mit der Frage von vorher, mit dem, was interessiert das Hans Mayer? OMT steht für das Outright Monetary Transaction Programm der Europäischen Zentralbank, bei dem in mittlerweile quasi unbegrenzter Höhe Staatsanleihen von Ländern auf dem Sekundärmarkt von der Zentralbank gekauft werden und so in den Augen mancher effektiv Staatsfinanzierung durch die EZB stattfindet. Und das ist auf der einen Seite gut, weil es die Kuh, wie man so sagt, vom Eis geholt hat. Die explosiven Zinsen sind runtergegangen, weil gegen die Zentralbank kann niemand spekulieren. Kein Investor kann sich das leisten. Und dementsprechend sind die Zinsen wieder auf ein humanes Niveau runtergegangen, was auch Klaus vorher angesprochen hat. Aber auf die Dauer würde das bedeuten, wenn wir das nicht durch eine richtige Lösung ersetzen, dass wir Staatsschulden über die Druckerpresse finanzieren. Und das führt dann dadurch zu einer effektiven Transferunion. Die ist für sich genommen nicht schlecht. Wir haben in Deutschland eine Transferunion, wir haben in anderen föderalen Systemen wie den Vereinigten Staaten Transferunion, aber die sind offen. Das bedeutet, da fließt irgendwo offen Geld in irgendeinem Budget und es wird nicht Geld gedruckt und nur in gewisse Länder verteilt, wobei gleichzeitig das Geld überall entwertet wird. Das bedeutet, kurz zusammengefasst, OMT war eine gute Krisenlösung, aber wir brauchen jetzt eine richtige auf die Dauer mit einem demokratischen Unterbau, den die Europäer auch mittragen. Noch weitere Statements? Gut, dann darf ich jetzt diese Fragerunde schließen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihr Kommen. Wir haben gesehen, die Piratenpartei hat die Zeit genutzt, hat sich programmatisch neu aufgestellt. Das, was sie wahrscheinlich in den nächsten Wochen transportieren wird unter dem Label Neustart oder Reboot. Wir haben einen Einblick bekommen, was wir zu erwarten haben, was hier in Oberbayern, speziell auch in München, passieren wird, welche Gesichter wir auf den Straßen sehen werden, welche Gesichter sich auch hinter den orangenen Farben verbergen werden. Gehen Sie einfach auf diese Gesichter zu, fragen Sie die Leute nach dem, was sie eigentlich bezwecken, was das Herrn Mayer oder Herrn Schulze angeht und löchern Sie diese Kandidaten. Ich hoffe, wir konnten an diesem Abend einen kleinen Einblick geben, wie breit sich diese Partei jetzt aufgestellt hat. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass es hier im Presseclub am 26.07. einen Workshop für Journalisten gibt, der sich insbesondere nach dem Aufdecken der Geschichte mit Herrn Snowden jetzt damit beschäftigt, wie können wir unsere Sachen besser verschlüsseln. Also 26. Juli hier im Presseclub von 9 bis 13 Uhr. Ich danke Ihnen nochmal fürs Kommen. Wenn es noch weitere Fragen gibt, die Kandidaten stehen Ihnen sicherlich noch zur Verfügung für das ein oder andere Interview, auch für den Hörfunk. Falls es noch Fotowünsche gibt, bitte fragen Sie. Ansonsten darf ich die Veranstaltung jetzt schließen. Herzlichen Dank fürs Kommen.